Später war ich dann Gebietsmakler. Ich habe mir einen Stadtteil in Wien ausgesucht und habe mich in diesem Stadtteil positioniert. Und mit der gleichen Lehre bin ich eigentlich auch als Trainer dann weitergegangen und habe gesagt, ich möchte ausschließlich für eine Branche tätig sein. Und das ist die Immobilienwirtschaft. Immotalk, das Daily Business des Immobilienmaklers. Infos, Tipps und Einblicke aus dem Makleralltag für Verkäufer und Brancheninteressierte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immotalk. Infos, Tipps und Einblicke aus dem Makleralltag für Verkäufer und Brancheninteressierte. Mein Name ist Michael Pettinghoff und ich freue mich heute sehr über einen neuen Gesprächspartner, Verkaufstrainer und Unternehmensberater Georg Ordner. Hallo Georg. Hallo Michael, schön bei dir zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Wir unterhalten uns jetzt über Zoom, sind leider nicht vor Ort persönlich, aber über Zoom klappt es auch ganz, ganz toll. Unsere heutige Folge, was wir uns auch beschäftigen wollen, ist die nächste halbe Stunde, ist Immobilien privat verkaufen. Also du bist Verkaufstrainer und Unternehmensberater, bist relativ oder sehr bekannt bei den Maklern hier in ganz Deutschland. Hab jetzt gerade eben reingeschaut, die Maklersprechstunde, die du jetzt auch seit letztem Jahr machst, hat jetzt über 3000 Mitglieder schon mittlerweile. Vielleicht weißt du es noch gar nicht, aber ich habe es jetzt gerade mal nachgeschaut, es sind jetzt schon 3000. Also Ach, das Glück. ist toll. Also da freuen wir uns auch sehr drüber, dass wir doch so viel Vertrauen bei den Kollegen haben, dass sie mit ihren Fragen, mit ihren Dingen zu uns kommen. Ja, also super, super gut. Genau, und du veranstaltest ja auch Privatvorträge so oder für Maklervorträge, wo auch so ein Thema ist, Immobilien privat verkaufen, ne? Und wir möchten jetzt einfach, also unser Podcast zielt ja ab für Immobilienmakler, da haben wir auch, glaube ich, die meisten Zuhörer, aber natürlich auch Verkäufer und Käufer. Einfach so vielleicht ein paar Vorteile jetzt erörtern oder was würdest du empfehlen? Verkaufen privat ja oder Makler einschalten? Was ist da so dein Hinweis? Naja, grundsätzlich glaube ich, muss man das den Leuten freistellen. Jetzt komme ich natürlich aus der Branche und freue mich natürlich über jeden, der zum Makler geht. Aber ich sage immer, Immobilien verkaufen ohne Makler geht, aber die Immobilie zum höchsten Preis zu verkaufen, ohne nicht dafür bedeutend an Geld und Zeit zu investieren, das geht nicht. Und jetzt kann man sich eben anschauen, dieses Geld und Zeit investieren, will ich das selber machen oder hole ich mir da einen Profi, der im Prinzip dieses Investment sowohl monetär als auch zeitlich für mich macht und dann gerade einmal im Erfolgsfalle bezahlt wird. Also ich glaube, das sind ja die beiden Optionen. Aber jetzt könnte ich doch rein theoretisch sagen, ich habe jetzt, sage ich mal, also wir sitzen jetzt in Karlsruhe in der gefragten Lage Weststadt zum Beispiel, ein tolles freistehendes Einfamilienhaus, der Markt ist eh gerade angespannt, also Anfrage ist höher als Angebot, kann ich doch jetzt einfach sagen, naja, jetzt mache ich halt ein paar Handybilder und stelle es mal für 1 Million online, vielleicht findet sich ja jemand. Was sagst du dazu? Es ist natürlich schwierig, weißt du, man, du wirst trotz den Handybildern Anfragen kriegen. Aber ob du halt mit den Handybildern auch die Menge der Anfragen kriegst, um dann den überdurchschnittlichen Preis zu erzielen, das sei jetzt dahingestellt. Also die eine Anfrage, um die geht es ja, glaube ich, nicht. Sondern es geht um ein Konzept und das ist ja das, was der Immobilienmakler macht. Der Immobilienmakler hat ein Konzept, der hat ein System, um in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Interessenten zu bewegen. Und eigentlich ist genau das, was für diesen überdurchschnittlichen Preis spricht. Auf der anderen Seite, der private Eigentümer, der kann natürlich, wenn er Zeit investiert, auch ganz vieles machen. Und auch der wird in der heutigen Zeit einen guten Preis irgendwo am Markt erzielen. Aber ob es wirklich der überdurchschnittliche Preis ohne Aufwand ist, das sei jetzt einmal dahingestellt. Und der moderne Makler, der ist ja auch gar nicht mehr so der Vermittler, wie er noch in die 80er Jahre war. In meiner Wahrnehmung ist ein moderner Makler nichts anderes als eine hochspezialisierte Werbeagentur für Immobilienbesitzer. Und ein Vermittler arbeitet ja grundsätzlich für zwei Seiten. Und in der jetzigen Marktwahrnehmung glaube ich einfach, dass der Vermittler mehr, der Makler mehr für den Eigentümer arbeitet.
Ja, also ich sehe das auch ähnlich. Wir haben jetzt auch letztes Jahr tatsächlich eine eigene Grafikerin auch eingestellt, weil wir auch merken, der Marketingaufwand, die Grafiken, die dazugehören, das wird immer mehr, nimmt auch immer mehr Zeit von uns in Anspruch. Die Aufarbeitungen werden hochwertiger und man muss sich mittlerweile auch als Makler beschäftigen, kann es nicht mehr wegdrücken, auch Social Media zum Beispiel, ne, wo immer noch viele Kollegen, ich meine, du kriegst wahrscheinlich mit in deiner Tätigkeit als Referent, viele Kollegen sich immer noch davon scheuen oder sagen, naja, brauche ich vielleicht auch gar nicht. Was sagst du dazu? Naja, ich glaube, dass also Marketing, die Akquise von neuen Gelegenheiten, um Vermittlungsaufträge zu machen, das ist ja in jedem Maklerunternehmen das Wichtigste. Und wenn ich mir so ein Maklerunternehmen in Deutschland vor 10 Jahren angesehen habe, nehmen wir mal an, so ein großes Maklerunternehmen damals vor 10 Jahren mit 10 Mitarbeitern, das waren ja durchaus schon die größeren Unternehmen mit 10, 12 Mitarbeitern. Und wenn man mal da reinschaut, 10 Mitarbeiter, das hat vor 10 Jahren geheißen, 8 Makler, eine Assistentin und der Chef. Wenn ich heute in so ein 10-Mitarbeiter-Unternehmen reinschaue, würde ich behaupten, es sind nur mehr 6 Makler, es sind 2 Assistentinnen, es ist eine Marketingverantwortliche und springt irgendwo halbtagsmäßig ein Grafiker durch die Gegend, plus dem Geschäftsführer. Also auch hier sieht man, der Berufsstand ändert sich. Ja, okay. Ja, das beobachten wir auch und kann ich auch nur bestätigen, es sind bei uns auch immer mehr in diese Richtung zu. Kannst du ein bisschen was noch zu deiner Person sagen, für alle die von den Zuhörern, die dich jetzt vielleicht noch gar nicht so kennen? Wie bist du selbst dazu gekommen? Also warst du mal selbst Makler oder wie kamst du in die Referententätigkeit rein überhaupt? Du kannst ja ein Ich bisschen bin was da erzählen. reingekommen, klassisch wie die Jungfrau auf zum Kind. Ich komme aus einer immobilienwirtschaftlichen Familie, also irgendwo in dritter Generation. Mein Großvater hatte noch ein Ziegelwerk. Mein Papa war Baumeister, mein Papa hat Häuser gebaut, ganz klassisch. Ein berühmtes sogar, das Hundertwasserhaus in Wien, da war mein Papa die ausführende Baufirma. Ich selber, ich war 8 Jahre im Kloster, humanistische Ausbildung, Latein ab der dritten, Griechisch ab der fünften. Und als es dann mit 18 ernst wurde und ich einen Beruf erlernen sollte, haben natürlich meine Eltern gedacht, ja, ich studiere Hochbau, ich übernehme dann irgendwann einmal die Baufirma zu Hause. Und ich bin damals mit 18 in den Vertrieb gegangen. Ich habe mit 18 angefangen, für Sheraton Marriott Ferienwohnungen, Ferienhäuser, sogenannte Timeshare-Rechte zu verkaufen. Und bin so mit 18 wie die Jungfrau zum Kind ins kalte Wasser gesprungen und habe Immobilien verkauft. Wow, okay. Also weißt du, bist von der Pike an schon dabei sozusagen, ne? Und beobachtest auch den Markt und hast ja auch mit vielen Kollegen einfach Kontakt, um dann auch immer so rauszuziehen, wer macht es denn da richtig oder wie arbeitest du da? Ja, also ich habe ja als Makler immer davon gelebt, dass ich Experte in einem Teil war. Also in meinen ersten Jahren habe ich nur Ferienwohnungen, Ferienhäuser verkauft. Das war ja eine ganz eine eigene Klientel. Später war ich dann Gebietsmakler. Ich habe mir einen Stadtteil in Wien ausgesucht und habe mich in diesem Stadtteil positioniert. Und mit der gleichen Lehre bin ich eigentlich auch als Trainer dann weitergegangen und habe gesagt, ich möchte ausschließlich für eine Branche tätig sein. Und das ist die Immobilienwirtschaft. Also jetzt keine Autoverkäufer, die meisten Trainer haben ja ganz viele Zielgruppen und verkaufen Verkauf quasi. Mir war klar, ich möchte das nur für eine Zielgruppe machen, die Immobilienwirtschaft, und innerhalb dieser einen Zielgruppe dann noch einmal spezialisiert auf Immobilienmakler. Das heißt, seit 15 Jahren halte ich ausschließlich Seminare, Fortbildungen für Immobilienmakler. Der große Vorteil daraus für mich ganz klar, und daraus ist auch der Kundennutzen resultiert, ich habe halt nur mit Maklern zu tun. Ich kenne denen ihre Probleme, ich kenne auch die Lösungsansätze, ich weiß, was in Norddeutschland besser funktioniert als in Süddeutschland. Dadurch, dass ich mich nur mit Makler umgebe, bin ich natürlich auch viel schneller in der Lage, die Probleme zu lösen oder den einen oder anderen guten Tipp einmal zu geben. Ach, super, okay. Jetzt ich meine, die Branche ist so ein bisschen jetzt ja im Umbruch, also immer mehr Proptechs, die einfach zunehmen. Corona war jetzt letztes Jahr, sage ich mal, März, April auch noch so ein bisschen unsicher. Wie entwickelt sich die Kaufpreise? Wirkt sich irgendwie aus? Die meisten Makler, die ich jetzt persönlich jedenfalls kenne, auch bei uns, wir hatten jetzt wirklich ein gutes Jahr 2020, auch dieses Jahr fängt schon wieder gut an. Die Leute irgendwie gefühlt in Kauflaune, Preise, die weiterhin ansteigen.
Wie siehst du so den Makler der Zukunft? Wie würdest du ihn beschreiben? Gibt es noch Makler in Zukunft überhaupt, mal überspitzt Also gefragt? ja, ich bin vollkommen überzeugt, dass unser Beruf ganz eine tolle Zukunft hat. Und je mehr dieser Information Overflow durch die Medien oder durch soziale Medien auch ausgelöst wird, je mehr dieser Information Overflow wird, desto mehr brauche ich, und jetzt kommt das Zauberwort, einen regionalen Makler. Ja, ich nehme diese PropTechs wahr. Ich sehe, dass die wachsen. Ich sehe, dass die wachsen vor allen Dingen im Discount-Bereich, also wie es früher mal ein Aldi, ein Lidl gemacht hat. Aber ich sehe schon auch die Differenzierung zwischen einer Discount-Leistung und einer Premium-Leistung. Und ich glaube, gerade kleinere Makler, eigentümergeführte Unternehmen, wenn die sich auf den Preiskampf einlassen, dann wird es die in Zukunft wahrscheinlich nur mehr eingeschränkt geben. Auf der anderen Seite, wenn die in der Lage sind, eine Premiumleistung mit einer Regionalität zu verknüpfen, dann sehe ich da nach wie vor ganz viele Chancen und ganz viel Zukunft für jeden Immobilienmakler im Land. Und lieber Michael, solange immer noch 30% aller Immobilien im Land privat verkauft werden oder 40, solange ist nicht der PropTech mein Gegner, solange ist der Nachbar mein Gegner. Ja, genau richtig. Jetzt hast du auch angesprochen, regionaler Makler, so, ne? Inwieweit findest du das wichtig, dass der Makler regional ist, dass er sich regional auskennt? Welchen Vorteil bringt das? Naja, das ist ja das Thema Preis finden. Das ist das Thema Marketing. Also, wenn ich in einem abgegrenzten Gebiet bin, nehmen wir jetzt einmal euer Gebiet her, zum Beispiel Karlsruhe, dann habe ich dort einfach einen Vorteil mit meinem Netzwerk, sowohl privater Natur als auch geschäftlicher Natur, mit meinem Hintergrundwissen, beständig Positionierung zu betreiben und den Leuten klarzumachen, hier ist einer aus der Region, hier ist einer von euch, der sich in diesem Bereich auch noch überdurchschnittlich auskennt. Warum mein Geld an einen PropTech, an einen überregionalen Makler überweisen, wenn ich einen Einheimischen habe, der zumindest das Gleiche kann, weiß, aber den großen Vorteil der Regionalität halt auch noch mitbringt. Dementsprechend, ich würde in meiner Positionierung immer darauf achten, dass ich der Makler von hier bin. Okay, sehr gut. Ja, also so arbeiten wir ja auch mit unserem Konzept. Jetzt, ich habe es gerade auf meinem PC hinten noch draufkleben, von dem ich meinen Aufkleber bekommen letztes Jahr. I love 6%. Es gab jetzt, da hatten wir auch schon eine eigene Podcast-Folge dazu, ein ja, neues Provisionsgesetz, das zum 23.12. rausgekommen ist. Provision jetzt von innen vergüten. Also ich werde jetzt praktisch dazu gezwungen, als Makler auch die Provision von innen zu nehmen. Vorher haben es ja ganz viele einfach den Käufer alles bezahlen lassen, dass einen Auftrag bekommen. Jetzt endlich, also ich war Befürworter von dem neuen Gesetz, ist es auch so, dass ich von innen halt eben Provision nehme und maximal den gleichen Anteil bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern eben auch vom Käufer dann nehmen kann. Was sagst du Vom privaten dazu? Käufer. Genau, was sagst du dazu? 6%, ist es fair? Siehst du das gerechtfertigt? Ja, also. Ja, also ganz klares Ja. Ich glaube persönlich, der Makler ist ein Schnäppchen. Okay. Inwiefern, weil er so viele Leistungen bringt oder? Weil die Leute das beim Verhältnis sich schwer tun. In jedem anderen Geschäft, in jeder anderen Dienstleistung oder bei jedem anderen Produkt sind ja Vertriebs- und Marketingkosten bereits reingerechnet. Nehmen wir mal an, du kaufst dir, lieber Michael, ein Auto. Kennst du diese günstige Marke, Dacia? Ja, kenne ich. Also jetzt kaufst du dir so ein Dacia, so ein Neuwagen kostet 12.000 Euro. Was schätzt du, wie viel Vertriebs- und Marketingkosten stecken in dem Dacia? Bestimmt 20%. Es sind eher 25, kann ich dir Ja. sagen. Und jetzt bist ja du ein erfolgreicher Makler, jetzt hast du wahrscheinlich keinen Dacia, jetzt könnte ich mir mal vorstellen, du fährst ein deutsches Premium-Auto, also so ein BMW, ein Mercedes, ein Audi oder sowas. Ja, Audi. Ah, was schätzt denn du, was bei so einem deutschen Premium-Erzeugnis Vertriebs- und Marketingkosten reingerechnet Wahrscheinlich sind? noch höher, Bei einem Dacia? wahrscheinlich sogar 30% roundabout. Wenn du in die S-Klasse, wenn du in den 7er BMW reingehst, sind sogar 35%. Wow, okay. Wenn du bei Amazon mein Buch kaufst, 48% des Kaufpreises von meinem Buch bekommt Amazon. Amazon, der Vertrieb meines Buches, verdient mehr als der Autor und der Verlag zusammen. Auf der anderen Seite, wenn wir bei diesem Bild sind, Michael, der Makler als moderne Werbeagentur.
Jetzt gehst du mal in Karlsruhe zu einer Werbeagentur, sagst, ich habe da ein Produkt, das hat einen Marktwert von 200.000 Euro. Aber weil wir ja gute Zeiten haben, hätte ich für dieses Produkt mit einem Marktwert von 200.000 Euro, hätte ich gern 250. Und ihr seid ja so eine geile Werbeagentur. Bitte, lieber Chef der Werbeagentur, dieses Produkt, was ich da habe, um 200.000, bereit's mir so auf, mach geile Fotos, mach eine schöne Überschrift, platziere mein Produkt neben einem hübschen Mädchen, bereit mir das so auf, dass ich dafür 250.000 am Markt erzielen kann. Und dann, lieber Herr von der Werbeagentur, wenn du das geschafft hast, dann bezahle ich dich auch. Ja, so arbeiten eigentlich auch nur die Makler, ne? Also ich meine, alle anderen nehmen vorab Gebühren. Wir hatten jetzt gerade ein Telefonat mit unserer Architektin und da sind noch Wohnflächenberechnungen vom letzten Jahr einfach offen, ne? Und der Architekt, der braucht auch da pro Objekt oftmals 10, 15 Stunden Arbeitszeit, a 80 Euro. Das läppert sich da auch ganz schön, ne? Was andere Dienstleister nehmen oder auch Korrekt. wer. Korrekt. Und bei jeder Werbeagentur musst du das vorher zahlen. Und das ist ja das Bild, das wir jetzt haben. Genau. Und bei uns, beim Immobilienmakler, da bekommst du als Eigentümer sehr viel Leistung. Es geht ein Unternehmen mit viel Expertise, mit einer relativ großen Summe an Geld oder auch an Zeit, an Mitarbeitsstunden in eine direkte Vorleistung. Und der Konsument, der Verkäufer, der muss das gerade einmal im Erfolgsfalle bezahlen. Ja, absolut. Also das sind auch tatsächlich auch dann tolle Verkaufsargumente einfach um, auch gerade für die Makler, die jetzt hier noch zuhören, die sich schwer tun, die Innenprovision voll zu verkaufen an den Auftraggeber, einfach nochmal mehr Argumente zu finden, weil das sind genau diese Argumente, ne, die ich auch bringe in den Akquisegesprächen, eben warum wir auch uns unsere 6% einfach wert sind. Ne? Und das auch so ist erfolgreich und meines Erachtens jetzt seit dem 23.12. sogar noch leichter verkaufen, weil jetzt die Eigentümer schon wissen, naja, irgendwas hat sich geändert da gesetzlich Genau. und ich muss es auch bezahlen. Und das Argument ist ja schließlich, also so würde ich in der heutigen Zeit als Makler agieren. Ich würde sagen, ja, Herr Eigentümer, wir haben uns irgendwie auf den Kaufpreis, nehmen wir jetzt wieder 200.000 Euro her, geeinigt. Sie wissen ja, gesetzlich habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, die Provision in den Kaufpreis zu integrieren. Zum einen einmal, die halbe Provision ist ja bereits in unserem Kaufpreis drinnen. Und für die zweite Hälfte der Provision gibt uns der Gesetzgeber jetzt zwei Möglichkeiten. Diese zwei Möglichkeiten bieten folgende Vor- und folgende Nachteile für Sie. Welche von diesen zwei Möglichkeiten möchten Sie denn wählen? Genau richtig, ja. Also so machen wir es auch schon. Bei uns klappt es echt erfolgreich und auch dieses Jahr jetzt so aus dem rausgesprochen auch wirklich erfolgreicher als noch letztes Jahr, weil wie gesagt, die Verkäufer schon wissen, es hat sich was geändert. Ich muss einen Makler auch bezahlen. Und wo gibt es das auch schon, in welchen Branchen sonst, wie du schon richtig sagst, dass ich einen Dienstleister beauftrage, aber den gar nicht bezahlen soll dafür, ne? Das gibt es nirgends, kein Rechtsberater, bei keinem Architekten, bei keinem Marketingbüro, ne? Deswegen, warum soll es der Makler dann so machen? Sehe ich ganz genauso. Ich habe mir noch notiert gehabt hier auf meinem kleinen Spickzettel IMA. Das ist jetzt noch eine neue Akademie, die, glaube ich, hast du letztes Jahr gegründet, ne? Was Ja, wir kannst sind da du? jetzt, im Dezember sind wir online gegangen, immobilien-makler-akademie.com. Wir wollten da einfach eine Online-Gelegenheit schaffen, sich so einmal die wichtigsten Maklerinformationen quasi reinzuziehen, auch hier einen schnellen, unkomplizierten und günstigen Weiterbildungszugang für die Branche zu schaffen. Das war die Idee dahinter. Okay, und ist es dann eher für die Makler gedacht oder kann ich mich da auch als Verkäufer zum Beispiel selbst schlau machen, um dann vielleicht auch eigenständig die Immobilie zu verkaufen, wenn ich gerade Zeit habe? Das wäre theoretisch denkbar, aber unsere Zielgruppe sind schon ganz klar Makler. Also der Service ist auch im Moment ohne Umsatzsteuer-ID noch gar nicht buchbar. Also im Moment haben nur gewerbliche Unternehmen, die auch dementsprechend eine Steuernummer haben, Zugang. Und die Zielgruppe für diese Akademie werden immer Makler sein, aber wir können es natürlich auch nicht verhindern oder nicht ausschließen, dass da auch einmal ein Konsument reinkommt und sich einen Lehrgang kauft. Okay, verstanden. Gut, alles klar. Und dann ist es jetzt noch so, dass insgesamt kann man noch zusammenfassen,
aus unserem Gespräch jetzt so heraus, also ich als Privatverkäufer kann rein theoretisch meine Immobilie schon privat verkaufen, aber es macht dann schon Sinn, einen Fachmann, einen regionalen Fachmann vor Ort zu beauftragen, der sich einmal mit der Preisfindung auskennt, einmal auch mit dem Verkaufen an sich und mit dem ganzen Marketing, das zusammenhängt. Wir selbst haben dafür auch mit dem BVFI, also Bundesverband für Immobilienwirtschaft, so einen 100-Punkte-Plan mal gelistet, wo wir einfach mal aufgelistet haben und die 100 Punkte waren wirklich schnell voll, was der Makler eigentlich so alles leistet und es ist eine Menge. Und viele haben ja immer noch so im Kopf, ja, der Makler, der macht eigentlich nicht viel mehr als den Schlüssel umdrehen. Aber tatsächlich, um überhaupt an so Aufträge ranzukommen, was für Marketingbudget ich schon im Voraus brauche, um überhaupt aufmerksam zu werden, dass so ein Eigentümer zu mir kommt, ne? Das berücksichtigen die dabei nicht in den Überlegungen. Und Das ist da. richtig. Also die meisten Makler kalkulieren ja in etwa 15 bis 20% Werbekosten am Objekt plus 30 bis 60 Arbeitsstunden. Und wenn man sich das einmal zusammenrechnet, dann sind wir da, glaube ich, auch wieder bei einem preiswerten Geschäftsvorgang. Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen ist es ist echt spannend. Also, ich würde als Privateigentümer wahrscheinlich mich auch erstmal schlau machen, mir vielleicht ein paar Unternehmen raussuchen, die vielleicht gut bewertet sind. Dann gibt es ja mittlerweile auch viele Online-Ratgeber. Aber was sagst du dazu? Die kann ich ja kostenfrei runterladen als, sage ich mal, Eigentümer, um mich dann schon mal schlau zu machen, was sich beim, worauf es auf den Verkauf ankommt. Ziehen die dann eher davon ab, den Eigentümer zu überzeugen, naja, es ist doch wirklich viel Arbeit und da steckt viel dahinter? Oder mach es doch tatsächlich einfach selbst und spar dir die Ich Maklerkosten? glaube, diese Ratgeber erfüllen beide Aufgaben, die du gerade angesprochen hast. Zum einen einmal ist es für den Makler eine tolle Möglichkeit, auf sein Können, auf sein Fachwissen, auf seinen Hintergrund, auf seine Erfahrung hinzuweisen, indem er Informationen teilt. Und auf der anderen Seite ist es für den Konsumenten ein guter erster Eindruck. Also keiner dieser Ratgeber ersetzt ja ein gutes Buch oder ein Studium oder eine Lehre. Aber der Ratgeber versetzt halt einmal den Laien, den Konsumenten, zumindest in die Verfassung einmal mitreden zu können und dass er einfach einmal einen Überblick über die wichtigsten Informationen, Begriffe, Vorgänge und so weiter hat. Und dann eben seine Entscheidung trifft. Will ich mich tiefer einlesen? Will ich mich tiefer mit dem Thema beschäftigen? Oder hole ich lieber einen Dienstleister, den ich gerade einmal im Erfolgsfall bezahlen muss? Genau. Das ist ja auch, wie gesagt, auch was die Preisfindung nochmal angeht. Also es gibt ja mittlerweile, wir waren tatsächlich damals einer der ersten Makler, die Immobilienbewertung kostenfrei hier jedenfalls für Karlsruhe angeboten hatten. Mittlerweile macht es jeder Branchenkollege und diese Preisrechner, die geben ja auch meistens nur eine Wertspanne an, ne? Das heißt, ich habe dann zwar als Eigentümer vielleicht einen Anhaltspunkt, so roundabout, was meine Immobilie wert ist, aber für den tatsächlichen Wert macht es dann ja auch schon Sinn, vielleicht einen Profi zu holen, der halt noch wertmindernde oder wertsteigernde Eigenschaften vor Ort einfach festlegen Ja, ganz kann. klar. Also alle Online-Bewertungen. Ich möchte da jetzt keinen Unternehmen zu nahe treten oder Personen zu nahe treten. Aber soweit ich das wahrnehme, sind alle Online-Bewertungen ein erster Richtwert. In der Regel ist es eine Durchschnittszahl aus dieser Immobilientype aus der Postleitzahl. Also da werden alle Häuser, alle Dreizimmerwohnungen, alle Grundstücke einmal hergenommen und aus dem heraus wird ein Quadratmeterpreis oder eine Bandbreite errechnet. Das ist, wie gesagt, ein Richtwert. Aber das ist mit einem Gutachten oder mit einer Marktwertermittlung durch einen erfahrenen Makler nicht gleichzusetzen. Wie gut kennt das Internet die Spezifika Ihres Hauses? Ja, absolut ist auch so. Oder zum Beispiel, eine Wohnung ist auch nicht gleich eine Wohnung, weil wenn ich jetzt sage, ich habe eine Drei-Zimmer-Wohnung, wie jetzt Karlsruhe-Neureuth zum Beispiel, ein Stadtteil, wo wir auch sitzen, dann kann es ja sein, dass bei dem zu bewertenden Objekt dann noch gerade beschlossen wurde in der Eigentümergemeinschaft, naja, da fällt eine Sonderumlage an. Ne? Das kann ja ein Wertermittlungstool gar nicht berücksichtigen, aber es hat eine Auswirkung auf meinen Marktpreis, in dem ich dann online gehen muss. Das kann ein Programm nicht berücksichtigen, da brauche ich dann schon jemanden eigentlich regional vor Ort, ne, der vorbeikommt. Das toll aufarbeitet, Ja, wer das marketingtechnisch. auch einmal anschaut, wie ist denn die Lage, was sind denn die Nachbarn, wie schaut es denn hier aus, bin ich auf der Schattenseite, bin ich auf der Lautstärkeseite. Das sind ja so viele kleine Detailfaktoren, um den echten Preis zu haben. Und dann wollen ja die Leute nicht immer nur einen Marktwert haben, sondern sie wollen überdurchschnittlichen Wert haben. Genau richtig, genau richtig. Okay, Georg, also wir haben jetzt zusammenfassend, kann ich es nochmal ganz kurz
Wie gesagt, der Eigentümer kann sich gerne, sollte sich tatsächlich Hilfe holen, einfach auch was die professionelle Wertermittlung angeht, professionelles Marketing angeht. Dann sind auch die 6% auf jeden Fall gerechtfertigt. Das haben wir jetzt so zusammenfassend mit mal hier besprochen. Vielen Dank da auch noch für deine Zeit, Georg. Wir sind Dankeschön, jetzt auch jederzeit. genau am Ende der Folge. Wir haben bald wieder, oder nächste Woche hören Sie dann auf Folge 12, dann mal Jan Sprengnetter zum Thema Immobilienbewertung. Schalten Sie wieder ein. Danke dir nochmal, Georg Ortner. Grüße an den Bodensee und bis bald. Danke dir, lieber Michael. Bis bald, ciao, ciao. Das war ImmoTalk, das Daily Business des Immobilienmaklers. Falls du weitere Fragen oder Informationen willst, dann besuche uns unter www.pell-rich.de oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@pell-rich.de.